Willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir schauen mal. Huch, hier wollte ich nicht hin. So, das ist die Hauptquest. Nebenquest haben wir nur noch alle Gewinnkarten. Hexeaufträge und sowas haben wir gar nicht mehr. Aber ich glaube, es gab hier noch ein Anschlagbrett. Oder haben wir da auch. Nee. Tatsächlich nicht. Gut, aber wir werden jetzt hier hingehen, das Fragezeichen uns angucken. Und da haben wir auch noch ein paar. Hier gibt es Aufträge vom Winzer, ja. Ich würde sagen, wir machen das Fragezeichen hier, gehen dann da runter, machen wir erst die drei, weil die auf der Seite und gehen dann unten rum wieder zurück. Das hört sich doch nach einem Plan an. So, Plätze ist. Ja, hier ist diese riesen Statue. Ich sag dir mit den Fäusten, deine Eier werden verstehen. Toussaints Probleme lassen sich nur mit traditioneller Moral lösen, nicht mit Schwertern. Ganz ehrlich, wir haben die Männer nichts als Wein und Wein. So, erstmal weg hier. Los, lauf! Erstmal weg. Ich sage euch, wenn die Menschen die Lehre des Propheten Majoran in ihre Herzen lassen würden. Naja. Also irgendwie ganz schön dunkel gerade. Warte mal. Schwupp, machen wir es mal direkt Tag, damit man auch wieder genug sieht. Perfekt. So. Heya! Hopp, hopp. Ja, na komm. Ah. Verdammt, hier stimmt was nicht. Ach. Jetzt sind beide Schwerter kaputt. Was haben wir denn hier? Erstmal ein Schlüssel, irgendein Buch. Schauen wir mal, was da drin steht. Ein Tagebuch. 26. Juli. Wer nicht weiß, wo er graben soll, fragt am besten die alten Wachfrauen. Oder die alten Männer, die an der Straße sitzen. Die wissen alles. Ja, ich weiß. Natürlich bedarf es großer Geduld und man muss die Spreu vom Weizen trennen. Aber es gibt keinen besseren Weg, um sich über die örtlichen Legenden schlau zu machen. So haben wir Fuchstal gefunden, wo angeblich Tontöpfe aus dem Boden wachsen. 28. Juli. Wir haben bei Fuchstal den Teil eines Weinguts ausgegraben. Aber was wir da fanden, waren keine Tontöpfe, sondern Urnen, Elfenurnen. Es sieht ganz danach aus, als sei das Dorf auf einem antiken Friedhof der Enceid erbaut worden. Dieser Friedhof stammt nach meinem Dafürhalten aus der Zeit, als die ersten Menschen herkamen. Die Gräber sind womöglich voller Schätze. Die alten Elfen begruben ihre Toten mit vielen Kostbarkeiten. Wir haben schon ein paar Schmuckstücke ausgegraben. Wenn wir tiefer gehen, finden wir gewiss noch viel mehr. 12. August. Heute haben wir einen Aushub von einer neuen Stelle begonnen. Matthias fand eine herrlich verzierte Kamee im Boden.
Und als er sie greifen wollte, merkte er, dass ein Skelett sie in den Knochenfingern hielt. Anselm begann, ihn aufzuziehen, aber das Lachen verging ihm rasch. Das Tal steckte voller Elfenskelette. Männer, Frauen, sogar Kinder. Die Knochen lagen chaotisch. Köpfe und Gliedmaßen fehlten. Kindern war der Brustkorb zertrümmert worden. Was war hier geschehen? 14. August. Eine weitere schlaflose Nacht. Blut, Schreie, Heulen. Ich wache schweißgebadet auf und sobald ich eindöse, geht es gleich wieder los. Ich ließ meine Begleiter ein tiefes Loch ausheben. Da hinein werfen wir die verfluchte Kamee. Sie gehört in den Boden zu den Toten. 16. August. In der Nacht ist Matthias verschwunden. Niemand hat ihn das Lager verlassen sehen. Anselm sagt, wir sollten seinem Beispiel folgen und fliehen, solange wir noch können. Doch ich kann nicht einfach so gehen. Das Tal ist voller Gebeine. Anselm schrie mich an, nannte mich ein Irren. Doch ich muss jemandem sagen, was wir gefunden haben. Angeblich hält sich eine Gruppe Archäologen von Castel Graupian bei den Thermsenruinen auf. Der Rest ist blutbefleckt. Jo, wir haben eine neue Quest. Perfekt. So, was ist denn mit unseren Schwertern hier? 43% und 48%. Haben wir eigentlich. Wir haben nicht mehr viel. Das heißt, wir haben noch 9 mal 90%, ein 40er und ein 15er. Das. Das ist nicht viel. Aber mal gucken, das muss doch direkt hier vorne irgendwo sein. Bin schon drauf vorbeigeritten. Ah, hier. Hier waren wir auch schon mal. Ah, jetzt haben wir. Ein Schema, okay. Gut, das ist auch abgeschlossen. Hier heulen ein paar Wölfe. So, dann gehen wir jetzt da runter. Ach, reiten wir runter. Sind nur 500. Hey. Schritte, Meter, was auch immer. Einmal ein bisschen querfeld, einmal wieder. Öffer. Da ist noch ein Wolf, oder? So. Mal daneben. Oh oh. Eine Erscheinung. Da hängt einer. Noch ein Tagebuch. Tagebuch eines Verzweifelten. Die meisten Seiten sind mit Liebesschwüren an eine Frau namens Charlotte beschrieben. Die Einträge sind chaotisch und undatiert. Charlotte Couterin
ist die Liebe meines Lebens. Ist sie nicht bei mir, brenne ich vor Sehnsucht. Ich ersticke an dieser Einsamkeit. Es ist die schlimmste aller denkbaren Matern. Wie kann ich ihr begreiflich machen, dass ich ihr Schicksal bin und nicht Albert? Ich habe eine Lösung gefunden. Die Hexe vom Nuxfelsen. Sie wird mir helfen, meiner Herzensagonie ein Ende zu machen. Ich werde den Gürtel enger schnallen müssen, denn ich habe ihr ein Zauber-Elixier abgekauft. Sie sagt, wenn ich meine Geliebte überzeugen kann, davon zu trinken, werde ich meine Probleme für immer vergessen können. Ich habe den Rest meines Besitzes verkauft und Juwelen erworben, die ich Charlotte gebe, wenn ich um sie anhalte. Götter, nicht mehr lange und sie wird mein sein. Ich misch das Elixier mit Wein, wie die Hexe mich geheißen hatte. Ich bereitete beim Portier-Anwesen ein kleines Picknick vor. Meine Angebetete war bereit, mit mir zu sprechen, doch wie wohl sie meinen verzauberten Est-Est-Trank, weigerte sie sich noch immer, mich zu heiraten. Außerdem redete sie Unsinn von Weinreben, die erst aus den Juwelen wachsen müssten, ehe sie mich ehrlichen würde. Sie geriet in seltsame Hysterie und begrub mein Geschenk mit bloßen Händen bei der Kapelle ihrer Familie. Vielleicht dauert es länger, bis das Elixier wirkt. Götter, verflucht sei diese grausame Hexe. Sie hat mich betrogen. Am nächsten Tag ging ich zum Porträtanwesen, um Charlotte zu sehen. Und irgendein Monster aus dem Wald hatte sich das gesamte Grundstück bemächtigt. Das ist also das Vergessen meiner Probleme für immer. Von dem diese Ausgeburt gesprochen hatte, das Elixier hat meine Geliebte den Tod gebracht. Doch der Tod soll uns nicht trennen. Ich bin bereit zu sterben und mit ihr an der Seite in die Ewigkeit einzugehen. Ich werde hängen. Wegen meiner Sünde aus Liebe für Charlotte. Finde die Juwelen. Na, mal schauen. Papa. Okay, ich hätte jetzt gedacht, direkt hier. Perfekt. Das war das. So, dann geht's jetzt. Kann man noch ein Monsterlager? Gucken wir da mal eben rein. Weiter so, Plätze. Auf geht's. Oh, ist ein Wildschwein. Dem weichen wir doch mal lieber aus. Ich möchte nicht, dass Plätze vom Wildschwein umgerannt wird. Oh yeah. Beweg dich. Okay, hier waren wir schon mal. Hier machen wir mal einen Bogen drum. Langeweile in Reinform, wie immer. So. Ja, das ist die Höhle. Nee.
Das ist nicht die Höhle. Wartet mal. Das hier ist die falsche Höhe. Ja. Okay, die andere ist irgendwie weiter. Hä? Hier? Die soll. Ist die hier oben drüber oder was? Nee. Hier soll. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Gehe ich. Ist das hell genug? Ja, ich glaube nicht. So. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Mann, ist das heiß. Ich verbrühe mich. Etwas Schutz wäre nicht verkehrt. Vielleicht ist Quen das Richtige. Da unten steht auf jeden Fall eine Kiste. Es quengt gleich nach. Na raus. Hier ist ein Ort der Macht, aber den hat man ja einmal noch nicht. Das Medaillon vibriert. Cool. Das muss ein Ort der Macht sein. Und hier steht eine Kiste rum. Schwert. Wie viel haben wir denn jetzt? 3. Perfekt. Wow, okay, das geht nicht. Da brauchen wir 5. Brauchen wir 5. Das hier könnten wir machen, aber. Das geht jetzt nicht, weil das haben gut. Wir könnten das hier weitermachen. Was brauchen wir hierfür? 5 Stück. Erhöht zum Kampfbeginn die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität 30 Sekunden lang für jeden Gegner nach dem ersten und 30% um 30%. So erhältst du zum Beispiel im Kampf gegen 11 Gegner einen Bonus von 300%. Nach dem Abklingen hält die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität für jeden Gegner nach dem ersten um 10%. Okay, dann brauchen wir noch 2 rote. 2 rote, 2 blaue und noch 2 Punkte. Mhm.
Da könnten wir ins Rohr. Wir machen. Schnelle Angriffe haben jetzt auch einen Bluteffekt. Durch den Gegner 25% Vitalität oder Essenzpunkte pro Sekunde verlieren. Wenn 5 Sekunden. Hätte doch auch was, wenn wir. Wer weiß, wann ich die anderen. Warte mal, bald eh wieder ein Punkt. Ich glaube. Was ist denn, wenn ich das hier einfach, wenn ich den damit reinlege, so? Okay. Da leuchtet irgendwas. Hier kann ich ja nichts machen. Erstmal wieder raus hier. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wo die hier sein soll. Das haben wir auf jeden Fall gefunden. Dann gehen wir jetzt hier runter. Heya! Na los. Interessant. Ups. Ich wollte euch nicht stören. Hier liegt ein Greif. Schauen, was wir da jetzt finden. Ach, das sind hässliche Pflanzen. Aber da müssen wir zum Glück nicht hin. Okay, da sind Ghule. Ist in Ordnung. Ah, dein Ernst? Da kommst du jetzt nicht durch? Verdammt. Was denn? Hier liegt jemand. Mit dem Wein. So, ein Tagebuch vom Parfümist, ein parfümiertes Tagebuch. Fragment eines Tagebuchs, das mit Bergamott, Jasmin und Zedernholz parfümiert ist. 29. Blaze. Endlich habe ich eine Lösung. Ich werde für die Kaiserliche Schauspielakademie die berühmteste Rolle der Elsa de Longpuis spielen. Ihre letzte Vorstellung, bei der sie auf der Bühne starb. Der großartigste Schauspielakt, der je aufgeführt wurde. Dann müssen sie auf mich zukommen. Erste Fain. Diese Rolle ist zu schwierig. Mein Lehrer ist immer noch nicht zufrieden. Vielleicht fehlt mir einfach das Talent.
Es ist schwer, gegen Elsas Legende zu bestehen. Ja, jetzt weiß ich, was ich nicht verstanden habe. Ich muss die Rolle fühlen und den gesamten Abend im Amphitheater neu erstehen lassen. Mit Kerzen, Wein und dem Werk. Genau wie einst Elsa. Die Aura des Ortes wird mir helfen. Angeblich hat Elsa fast ihr ganzes Leben dort verbracht. Die Leute sagen, im Amphitheater spuke es. Und das sei der Grund, dass dort kein Stück mehr aufgeführt werde. Offenbar sind alle, die Elsa-Szene in diesem Amphitheater aufgeführt haben, unter mysteriösen Umständen gestorben. Altweibergewäsch. Selbst wenn es dort spukt, glaube ich, dass Elsas Geist mir seinen Segen gibt. Heute Abend geht's los. Ich habe Kerzen vorbereitet und zwei Flaschen von dem Wein erworben, den Elsa vor ihrem Tod trank. Nun werde ich proben und proben, bis ich endlich glaube und spüre, dass ich Elsa bin. Fragment eines Skripts mit Unterstreichung in roter Tinte. Nun stirbt der Tag. Er bricht in sich zusammen, genau wie meine Seele. Nun wird Dunkelheit mich verschlingen, wie erstickende Dämpfe. Nein, jetzt bin ich endlich bereit, die Erinnerung an Geister in meinem Herzen neu erstrahlen zu lassen. Ich werde die Kerzen anzünden. Die erste möge für den Jungen flackern, ein Kind noch, der auf dem Schlachtfeld des Mittags erschlagen wurde und ohne eine Silbe starb. Die zweite soll leuchten für jenen, der mir ein Juwel aus dem Brunnen holen wollte und die Oberfläche nie wieder durchbrach. Die dritte Flamme brennt für den Gemahl, schön wie eine Statue, kalt wie ein Stein, der mich verließ und in Dunkelheit verschwand. Anonym starb er in den Wäldern, verging er. Die vierte scheine für jenen, der so herrlich liebte und in seinem eigenen Feuer verbrannte. Und die fünfte werfe ihr Licht auf dich, mein Geliebter, mein treuer Gefährte, mein glückloser Gatte, verzehrt durch Krankheit, du ruhst im flachen Grab von allen, im flachsten Grab von allen. Nun brennen sie alle, so wunderbar, so weiß. Männer, Knaben, Gatten, mein, alle mein. Ich liebe euch bis zum Letzten. Nun seht den Wein, ich trinke ihn und heilige damit euer Andenken. Das Mädchen hat offenbar die markierte Szene nachgespielt und ist gestorben. Oder wurde sie getötet? Möchte wissen, was passiert, wenn ich die Szene nachspiele. Das ist eine sehr gute Frage. Diese werden wir im nächsten Part beantworten. Vielleicht. Für heute war es das erstmal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Und ich sage es mal, bis dann, Freunde, und ciao.